Yo! Hello! Annyeonghaseyo! Wir haben heute was ganz Feines vorbereitet und zwar machen wir heute ein Papierboot-Wettrennen! Yay! Wir bauen hier erstmal unsere Papierschiffchen, dann gehen wir raus und lassen Papierboote in der Wupper schwimmen, fließen, fahren. Wir bestimmen einen Startpunkt, einen Endpunkt. Das Boot, was als letztes durchs Ziel kommt oder das, was als erstes sinkt, das ist der Verlierer. Und auf den Verlierer wartet eine ganz tolle Strafe. Aber meine Idee war, dass der Verlierer mit seinem kompletten Outfit einmal komplett in die Wupper einsteigt. Ich würde sagen, man geht bis hier nur rein. Oder okay. So einmal so schwimmen oder also einmal sich so reinlegen. Ich würde dann sagen, wir fangen mit den Papierbooten an. Okay, let's go. Wie man hier sehen kann, haben wir noch ein paar kreative Bastelutensilien, um unser Papierboot ein bisschen zu modifizieren. Flip my boat. So klein waren unsere Bauch hier. Ah ja. Zeitung und dann beim Streichen immer. Oh mein Gott. Ja. Papierboote sind gefaltet. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Zeit, um unsere Schiffchen zu individualisieren. Alright, yeah. Ich baue mir ein Piratenboot. Ein Piratenschiff braucht erstmal ein Segel. Take. I do. Wie nennt sich das nochmal, so ein Ausguck oder was? Wie das? Nee, was? Wo der Captain immer oben drauf ist. Nee, nicht der Captain, sondern der Typ mit dem Fernrohr. Der Navigator. Weiß ich gar nicht, wie das Ding ist. Die Frage ist, wie baue ich mir sowas? Wunderschön. Boah, das klingt so doof, Alter. Aber das lassen wir jetzt weg. Mega gut. Sieht aus wie ein Goldfisch. Irgendwie ein Mix aus Goldfisch und Vogel. Das könnte auch irgendwie so ein Vogel sein. Was hat das zu bedeuten? Ich dachte, ich mache eine Uzumaki Naruto. Tada, mein Segel ist set. Voll schön. So. Oh, static. Electrostatic. Hallo. Ich habe eine Person auf meinem Boot. Sieht es schon den Naruto-Flair drin? Voll. Das sind seine Haare, das ist das blaue Stirnband mit dem Konoha-Wappen. Das ist sein Anzug. Naruto! Ein Saiyajin Goku. Oh, hat der so einen riesen Auspuff mit einer Wolke. What the? Vielleicht müsste man das in so einem Anime-Style machen mit diesen weißen Streifen. Ja! Ja! Let's go! Das sind Narutos Haare. Oh, ich sehe hier ein ganz großes Sicherheitsmanko. Man steht immer noch nicht. Oh, ups. Alright, Freunde, wir sind endlich da mit unseren Schiffen. Wir präsentieren. Mein Lotus. Hier haben wir den J-Destroyer. Und hier haben wir den Obomaki. Wir machen uns jetzt fertig und dann gucken wir mal. Wer der Verlierer ist. Bis gleich. Jetzt hier eine wunderschöne Wupper, hinter uns die Wupper, über uns die Schwebebahn. Seid ihr ready? I'm ready. Seid ihr ready? Dann wechseln wir jetzt zur Selfie-Cam. Unsere Boote sind go-ready. Der Wöhn, der hat die längsten Beine von uns, deswegen muss er für uns ins Wasser steigen und die Boote da frei lassen. Okay, die Boys geben sich auf Mission. Okay, ey, ich bin echt gespannt, ey. Was ist da hinten und vorne? Egal. Jade Destroyer. Bye! 2, 1, go! Nein, das wird gewinnen! Let's go! So. Oh mein Gott. Oh no! Der Wubumaki, der hat die Orientierung verloren. Hier ist ein einsames Schifflein. Wir versuchen das jetzt noch auf den rechten Kurs zu bringen. Oh no! Ey, aber es sinkt nicht. Ach man! We are lying. Tell you the truth. Meanwhile, die anderen Boote. Du sollst schon mal da hinten hingehen und dann anfangen. Ich weiß gar nicht, ob wir so weit kommen. Mein Schiffchen ist auch schon komplett verschwunden. Ist da irgendwo unter dem Gebüsch. Wöhn ist sehr unzufrieden mit seiner Leistung. Wie mit meiner Leistung? Ich war ganz links, ey. Ich habe direkt die Strömung hier abbekommen. Mein Piratenschiff ist nicht mehr auffindbar. Wo ist es? War das hier? Ich glaube, mein Piratenschiff ist gesunken.
Ach nee, da ist es. Ich hab's gefunden. Du kannst es schaffen. Go. Natalie ist gar nicht so weit vorne. Nicht gegen den Stein, nicht gegen den Stein. No, no, no. Okay, mein Boot ist noch im Rennen. Oder auch nicht. Okay, wir sind hier an der Finishing Line. Flying Lotus. Jetzt geht's an die Bestrafung. Dadurch, dass die Natalie die Gewinnerin ist, darfst du bestimmen, wie, was und wie viel. Wohin? Er muss nur wissen. Good spots, man. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin klitschenass. Hoffentlich muss ich das nicht nochmal machen. Bis dahin weiter einschalten. Gebt uns einen Daumen hoch, gebt mir einen Daumen hoch. Ich hoffe, ihr habt Mitleid gehabt mit mir. Ich will eine Revanche.